Herzlich willkommen bei einem Salzburger Klavierkonzert. Normalerweise befinden wir uns jetzt im Gottfried-Salzmann-Saal des Salzburg-Museum und wir würden nun um 15 Uhr mit dem Konzert beginnen. Wie Sie aber alle wissen, verbieten es zurzeit die Umstände aufgrund des Coronavirus, das Salzburg-Museum zu besuchen. So haben wir uns entschlossen, das Konzert auf meinem YouTube-Kanal stattfinden zu lassen. Dabei behilflich ist mir Frank.com IT Service. So darf ich Sie nochmals herzlich von zu Hause aus begrüßen. Vielleicht darf ich auch für den ein oder anderen Hörer, der diese Konzertreihe noch nicht kennt, Sie kurz vorstellen. Die Salzburger Klavierkonzerte finden seit 2013 als regelmäßige Konzertreihe im Salzburg Museum statt. Von März bis September erklingt jeden ersten Samstag im Monat Salzburger Klaviermusik des 18. Jahrhunderts in Verbindung mit bedeutenden Klavierwerken aus Barock, Klassik und dem frühen 19. Jahrhundert. Gespielt wird auf einem historischen Hammerflügel aus der Sammlung Musikinstrumente des Salzburg Museum, was den aufgeführten Werken den Klang ihrer Zeit verleiht. Heute nun muss ich auf meine eigene kleine Sammlung von historischen Tasteninstrumenten zurückgreifen und habe mich dazu entschlossen, das Programm auf einem RA-Hammerflügel zu spielen. Er ist sozusagen der jüngste meiner historischen Tasteninstrumente und schon mit befilzten Hammerköpfen ausgestattet, im Gegensatz zum Lederbezug bei früheren Hammerklavieren. Insofern klingt er schon recht ähnlich einem modernen Flügel, behält aber einen schlanken, transparenten Klang. Sebastian Erard, 1752 bis 1831, gehört zu den bedeutendsten Klavierbauern der Geschichte, der zahlreiche Entwicklungen bei der Klaviermechanik vorangetrieben hat. Erard-Flügel wurden von Musikerpersönlichkeiten wie Beethoven, Frédéric Chopin oder Franz Liszt gespielt. Da ich auf ein Video verzichte, die Musik ist doch das Wichtigste, blende ich von Zeit zu Zeit ein Bild meiner historischen Tasteninstrumente ein und hoffe, sie damit auf den Klang auch optisch ein wenig einzustimmen. Jetzt kommen wir zum ersten Stück, einer Fantasie von Carl Philipp Emanuel Bach. Dieser war Johann Sebastian Bachs zweiter Sohn, vielleicht der berühmteste seiner Söhne. Seine Lebensdaten, 1714 bis 1788, fallen in einen großen musikalischen Umbruch, stilistisch gesehen die Wende vom barocken hin zum klassischen Zeitalter. Diese Übergangszeit hat in Anlehnung an die Literatur auch in der Musik die Bezeichnung Sturm und Drang bekommen oder auch empfindsame Zeit, was durchaus keinen Widerspruch darstellt. Gemeint ist eben dies völlige Ausleben des eigenen Gefühlszustands. Und so wird Carl Philipp Emanuel Bach zum Schöpfer des expressiven Klavierstils, wobei ihm da die Entwicklung des Hammerklaviers, also die dynamische Anschlagsdifferenzierung durch die Hammermechanik, sehr zugute kommt. Gerade seine Fantasien spiegeln die wechselnden Gemütszustände wider. Es handelt sich im Grunde genommen um aufgeschriebene Improvisationen, die spontan den momentanen Stimmungen folgen. Ich liebe diese Fantasien besonders, weil sie dem Interpreten einen großen Gestaltungsfreiraum lassen. Ja, am Ende des Werks muss man sogar noch mitkomponieren, da der Schluss nur mit ein paar Stichnoten angezeigt ist. Hören Sie nun also die Fantasie F-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach. Thank you.
Wer mich kennt, der muss finden, dass ich dem Karl Philipp Emanuel Bach sehr vieles verdanke, dass ich ihn verstanden und fleißig studiert habe. Dieses Zitat stammt von Joseph Haydn und so passt jetzt gut eine Sonate von ihm, und zwar eine frühe, die er ursprünglich noch Divertimento, also so viel wie vergnügliche Unterhaltung, nennt. Haydn schrieb über 50 Klaviersonaten und durchläuft damit einen langen Entwicklungsweg. Seine frühen Sonaten enthalten noch barocke Einflüsse, oft schließt die Sonate zum Beispiel mit einem Menuett. Auch ist manches noch der Konvention seiner Zeit geschuldet, aber es blitzt an vielen Stellen schon echter Haydn auf. Seine Musik ist so liebenswert, ja manchmal richtig fröhlich, dass kleine Moll-Eintrübungen umso mehr auffallen. Für mich stellen diese Frühwerke echte Preziosen dar, die ich immer wieder gerne spiele. So hören Sie jetzt die Sonate D-Dur, im Hoboken-Verzeichnis die Gruppe 16 mit der Nummer 4. Die Sonate hat, wie öfter bei Haydn, nur zwei Sätze. Erster Satz Moderato, zweiter Satz Menuet. Thank you.
Nochmal zurück zu den Söhnen von Johann Sebastian Bach. Wilhelm Friedemann Bach, 1710 bis 1784, war der älteste der Bach-Söhne. So stand er am meisten noch unter dem Einfluss des Vaters und musste sich mit dessen musikalischem Erbe auseinandersetzen. Aber auch für ihn galt es, in dieser schon erwähnten musikalischen Umbruchszeit neue Wege des Ausdrucks zu finden. Dies gelingt ihm am besten in seinen 12 Polonaisen. Hier ist er bestrebt, traditionelle Kompositionsweisen zu überwinden und seinen Werken einen musikästhetisch neuartigen Inhalt zu geben. Mit seiner sozusagen Idealisierung des Tanztyps der Polonaise durch Elemente einer sensiblen Empfindsamkeit ebnet er quasi den Weg zum Charakterstück. Wenn Sie jetzt zwei Polonaisen, eine in C-Moll und eine in D-Moll hören, erwartet Sie kein im Polonaisenrhythmus auftrumpfendes, lautstarkes Klavierwerk, sondern eher ein ganz dem Ausdruck sich hingebendes, ruhiges Klavierstück. Thank you.
Das Wunder Mozart. Ein leicht abgegriffener, klischeehafter Satz. Doch er stimmt. Vor allen Dingen, wenn man sich seine frühen Kompositionen ansieht. Zum Beispiel manche Klavierstücke aus dem Londoner Skizzenbuch KV15, seine ersten jugendlichen Symphonien oder auch seine frühen Variationen. Alles Werke, bei denen er 9 oder 10 Jahre alt war. Was erlebt man da nicht schon an schier unglaublicher Könnerschaft und welche Ausdrucksbereiche erschließt sich da schon ein Kind? Man kann davon ausgehen, dass er seine ersten Variationen sogar improvisiert und erst später zur Drucklegung aufgeschrieben hat. So auch die nun folgenden 7 Variationen über das holländische Lied Wilhelm von Nassau, D-Dur, Köchelverzeichnis 25, entstanden in Den Haag oder Amsterdam. Also auf seinen Wunderkindreisen mit dem Vater. Dieser schreibt in einem Brief vom 16. Mai 1766, dass das vom Wolfall variierte Lied Wilhelm von Nassau in Holland von jedermann gesungen, geblasen oder gepfiffen wird. Ich spiele es jetzt lieber auf dem Hammerflügel. Thank you.
Es folgen noch Werke zweier Salzburger Hofmusiker des 18. Jahrhunderts, um die sich die Konzertreihe eigentlich dreht. Diese Hofmusiker waren größtenteils Wegbegleiter von Wolfgang Amadeus Mozart, dessen musikalisches Umfeld sie bildeten, welches Mozart in seiner Entwicklung stark geprägt hat. Ihre Kompositionen sind größtenteils der Vergessenheit anheimgefallen, obwohl diese Musikerpersönlichkeiten im damaligen Salzburg führende Rollen einnahmen. So zum Beispiel der seinerzeitige erste Hoforganist Anton Ferdinand Paris, 1744 bis 1809. Er war eng mit den Mozarts befreundet und auch Lehrer am Kapellhaus, der damaligen Ausbildungsstätte für angehende Hofmusiker, wo auch Leopold Mozart und Michael Haydn unterrichteten. Sein jetzt erklingendes Klavierstück D-Dur ist einem typisch barocken Vorbild verpflichtet, nämlich dem Einherschreiten einer Basslinie mit darüber liegender, reich verzierter Kantilene. Es erinnert so ein wenig an das berühmteste Beispiel dieser Art, das Air von Johann Sebastian Bach. Thank you.
Zum Schluss erklingt jetzt noch eine Klaviersonate von Anton Cajetan Adelgasser, 1729 bis 1777. Er wurde im bayerischen Inzell geboren und war seit 1750 Hoforganist in Salzburg. Ebenfalls mit den Mozarts befreundet, galt er als eine musikalische Autorität im damaligen Salzburg. Außerdem besaß er den Ruf eines überragenden Klavier- und Orgelspielers. Seine Klaviersonate A-Dur trägt bereits klassische Züge, wie zum Beispiel die Dreisätzigkeit mit schnellem, langsamem, schnellem Satz. Der erste Satz lässt in seiner Dreiteiligkeit schon etwas von der Sonatenhauptsatzform erahnen. Der zweite Satz, ein Andante in E-Dur, hat ausgesprochenen Ariosencharakter, während der dritte Satz mit seiner Lebendigkeit und Spielfreude einen virtuosen Abschluss bildet. Auch ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, um der Musik sozusagen das letzte Wort zu lassen. Bleibt nur die Hoffnung, dass wir alle baldmöglichst zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können und somit auch wieder die Veranstaltungsstätten zugänglich werden. Dann freuen sich das Salzburg-Museum und ich auf Ihren Besuch. Bleiben Sie gesund und alles Gute!